Hallo und willkommen zurück zu FIFA 15. Saison, was sagt die Tabelle? Wir sind auf dem vierten Platz. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir insgesamt hier in dieser Liga machen. Aber, ja, Rasen, was heißt das? Rasenball Salzburg oder, ich habe den Namen wieder vergessen. Ich sage immer Red Bull Salzburg, auch wenn die, glaube ich, halt selber nicht gerne hören. Naja, passiert. Spielen gegen Admira. Wo sind die denn auf welcher Position? Oh, die scheinen ganz hinten zu sein. Auf der 9. Könnten wir ja vielleicht mal gewinnen. Also wie gesagt, wenn wir in der ersten Halbzeit ein Tor schießen, lasse ich mich nochmal auswechseln. Oh. Nein! Oh, wo sollte der denn hingehen? So, der trifft. Das ist schon mal sehr schön. Der geht wieder zum Falschen. Oh, das war close. Richtig knapp. Oh, da ist die erste Mauer. Oh. Wo geht der? Ach, der geht zum falschen Tor. Naja, immerhin hat der getroffen. Und der trifft auch direkt. 340 Punkte. 3400. Und das reicht. Was? Mir fehlen 30. Das mache ich nochmal. So 1000. Das war auch wieder ganz knapp. Sieht aber schon mal so an sich nicht schlecht aus, dass wir da die 4000 Punkte jetzt auf jeden Fall knacken. Jawohl. Volle Punktzahl. Das gibt, wow, richtig gute Punkte. Alles klar, dann können wir das auch schon mal abschließen und weiter geht's. Gregor Hinch, der neue Superstar. Am Fußballhimmel. Ey, das kann man pfeifen, Junge. Der Schiri. Unbelievable. Wow. Schöner Pass. Buh, wie ich den vernatzt hab. Oh, und den nächsten. Und da krieg ich den Schuss aufs Tor. Alter. Wow. Die hab ich ja mal richtig auseinander gespielt. Nein! Zu spät! Ich hätte früher schießen müssen. Verdammte Axt. Ja, lasst den Ball da mal so rumtreiben, Jungs. Alter, habt ihr euch da jetzt... Na los, geht da zu zweit drauf. Sehr schön. Erstmal zum Einwurf gezwungen. Oh, wunderbar. Da müsst ihr dann ruhiger sein, Jungs. Ne? Spielt da schön langsam hinten raus. Die machen schon die Fehler, die man es gerade gesehen hat. Habt ihr alle richtig gemacht? Oh Gott. Oh Gott, der
kannst du doch nicht mit anschauen. Aber die da fabrizieren. Wow, was ein Pass. Oh, ich wollte den ein wenig verarschen. Wunderbar. Und so ein einfacher Ballverlust. Tut doch nicht Not. Oh, schön. Danke. Oh. Was war das denn für ein Trick? Der ging ja mal voll in die Hose. Alter, das gibt rot. Das war ein taktisches Foul. Mindestens gelb. Alter! Ich wollte es gerade sagen. Er fällt schon ab zu einer Ecke. Okay, okay. Der Torwart wäre wahrscheinlich aber auch dran gewesen. Und die lassen sich da so einfach den Ball abnehmen. Aber ich spiele das hier noch zu Ende, das Spiel. Wir haben ja kein Tor geschossen in der ersten Halbzeit. Geht doch. Oh, einfach, ganz einfach haben die... Oh. Gut, Halbzeit. Wow, er spielt ihn da ein und holt mich auch noch von den Beinen auf. Oh, ein Hin und Her hier zwischen uns beiden gewesen. Oh, wunderschön gegrätscht. Er schickt mich tatsächlich und der Gegner kommt zum Kopfball. Schön, dass er das nicht abgepfiffen hat, ist immer was ganz Neues. Alter! Oh, provozierte Fouls habe ich um 15. Gut. Oh, schön die Lücke gesehen. Ey, der hat sich mir immer voll in den Weg gestellt, die Sau. Schöner Pass. Der sah gut aus. Oh, danke. Gedankt. Und oh, so ein Luschi-Schuss. Kamera, dreh dich. Ich sehe das Spielgeschehen nicht.
Mein Gott, da reagiert die aber wirklich langsam. Aber gar nicht langsam hat heute meine Mutti geschaltet. Die kam nämlich vorhin plötzlich panisch in mein Zimmer rein, dachte, sie braucht da Hilfe bei irgendwas. Da war der Sohn von unserer Nachbarin, ja, bei denen in der Wohnung, total aufgelöst, total betrunken, total verheult, weil plötzlich, ja, seine Mutter nicht mehr da war. Die war angeblich im Krankenhaus, aber keiner wusste, die war nicht erreichbar. Er wusste einfach nicht mehr, was er machen sollte. Ja, und was machst du da? Gehst du zu den nächsten Personen, die du kennst. Ist doch ganz normal. Das waren wir dann als, ja, langjährige Nachbarn. Und da haben wir dann überall rumtelefoniert in der Familie, keiner zu erreichen. Niemand wusste, was los war, bis wir dann irgendwann ja, die einzige Möglichkeit gesehen haben, dass wir nur noch die Krankenhäuser anrufen können und dadurch telefonieren können. Und da hat sich das dann zum Glück herausgestellt, dass ja, unserer Nachbarin nichts Böses widerfahren ist. Oh, da ist er drin! Wunderschönes Tor. Sondern das, ja, die ist schon älter, über 80 glaube ich schon. Und dass das halt einfach nur so ein, ja, wie nennt man das, so ein kleiner Schwächeanfall war oder sowas. Also jetzt nichts Weltbewegendes, dass ich, die sich irgendwas gebrochen hätte oder sonstiges. Sondern ja, einfach nur so ein, also eine Art Zusammenbruch war das auch nicht. Halt, oh, ich dachte, gleich kommt der Ausgleich direkt hinterher. Das wäre es ja noch gewesen. Aber da heldenhaft sind meine Mutti und ich dann da eingesprungen, sind da hinterher gewesen. Dann habe ich den guten Mann dann nach Hause gefahren, zu seiner Wohnung. Und ja, es ging alles seiner Wege dann. Aber da kann man auch dann gerne schon mal einfach so da helfen. Man hätte jetzt einfach sagen können, nö, uns doch egal, aber... Alter, was macht der vorne da? Geh weg da! Alter Schwede! Hab ich den stehen lassen! Ey! Hey! Hier! Elfmeter! Achso, der hat abgepfiffen. Och, ich dachte schon. Ich dachte schon. Keine Spiele verfügbar. Was? Und wir sind auf den dritten Platz vorgerückt, haben 11 Punkte Rückstand auf den zweiten und 12 Punkte auf den ersten. Was sagt der Kalender? Da ist das nächste Spiel. Also wir können es auf jeden Fall noch schaffen, auf den ersten Platz zu kommen. Das wäre doch mal wunderbar. Aber das... sehen wir in den nächsten Folgen, die noch kommen. Ne? Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.